Boah, Junge! Boah, Digga! Ist das Butter? Was ist das? Ah, no, 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 no. Alltag in der Kölner Innenstadt. Und damit herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Heute schauen wir uns die beschissensten Weihnachtsgeschenke aller Zeiten an. Kuratiert von eurem unglaublichen Host, Tobias! Let's go, meine Freunde. Tobi hat die letzten 22 Jahre seines Lebens nur bekommen. Und diese 22 Bilder, meine Freunde, hat er jetzt hier zusammengesammelt. Geh mal aus dem Hintergrund weg. 21. Ja, Tobi hat die letzten 22 Jahre seines Lebens 21. nur bekommen und ein Bild dazu aus dem Internet gesucht. Das sind alles echte Bilder. Tobi hat gesagt, das sind die beschissensten Weihnachtsgeschenke, die man sich wünschen kann. Ich würde sagen, wir reagieren jetzt daneben, während dieses wunderschöne Lied im Hintergrund läuft. Okay, ich glaube, wir lassen das. Was? Ist es nicht Copyright? Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Let's go! Was ist das? You remember Reiskorn? Dein Name auf einem Reiskorn? Genau. Now get ready for dein Name auf einem Apfel. Das vergammelt doch auch. Digga, das ist doch sausch. Was willst du? Kannst du nicht mal essen. 10 von 10 würde ich mir wünschen. Das ist einfach, das ist für die vierte Staffel von Haus des Geldes, oder? Nee. Nee, finde ich sehr wild. Da würde ich mich auf jeden Fall an Weihnachten drüber freuen, gerade wenn ich vorbestraft bin. Ist das Butter? Ach, Junge. Aber das ist doch nicht echt, oder? Das ist doch nicht eine kleine, echte Butter. Das ist doch ein Ohrring, der nur so aussieht, oder? Das ist wirklich Butter. Das ist... Aber das ist ja One-Time-Use, vor allen Dingen... Also, Leute, man muss jetzt an der Stelle sagen, das rutscht ja auch hier einfach runter. Also, das rutscht ja runter und liegt ja dann am Boden. Also, für mich wäre das... Weißt du warum? Ich habe nämlich keine Ohrlöcher. Also ich kann damit nichts anfangen, aber für Leute mit Ohrringen ist es eigentlich actually echt clever. So ein LKW-Fahrer zum Beispiel, der zwei Ohrringe hat, oder einen, oder so ein Loch zumindest, der kann dann einfach auch mitten in der Fahrt sein Ohr auf das Brot schmieren und dann das Brot genießen. Genau. Macht schon Sinn. Was ist das? Ja, Merch. Das ist... Das will einfach niemand haben. Das will wirklich niemand haben. Vor allen Dingen, Lukas, ich will dich ja jetzt an der Stelle nicht fronten. Ich habe gesagt, ich möchte was netter zu dir sein. Aber ich verstehe dieses Merch-Design wirklich nicht. Also, erstmal, wenn ich mir ein T-Shirt anziehe, wo einfach Opfer draufsteht, dann bin ich ein Opfer. Und zweitens verstehe ich diesen Spiegeleffekt hier nicht mit diesen Haken. Ist das... Hier steht ja nicht Evive, sondern Evive. Weil hier ist ja nochmal so ein dritter Haken drunter. Ganz seltsam. Und was steht hier drunter? Das kommt aber auch genau so an. Man kann gar nicht lesen, was da draufsteht, oder? Nee, stark. 10 von 10 würde ich mir nicht kaufen. Digga, wie geil. Ein Bär. Ja, sau interessant. Ist eine Katze, oder? Ich dachte, das sind so Dinos, Digga. Das sind doch gar... Das sind Dinos, Leute. Warte, checkt ihr. Das sind gar keine Katzen. Und das hier ist sein Mund. Und hier ist das Auge. Versteht ihr, Leute? Das ist ein Dino. Das ist einfach ein Dino. Da würde ich mich drüber freuen. Warte mal, was? Was ist das? Okay, warte mal ganz kurz. Ist das ein Panzer zum Anziehen und gleichzeitig als Fahrrad? Das ist ein Fahrrad, was man anziehen kann, oder? Eine Fahrradweste. Es gibt auch eine Desert-Camouflage-Weste. Digga, das hier sieht aus wie das von Trimax, das Ding hier. Alter. Ja, ist sau nice. Ist super, super nice. Würde ich mir definitiv... Also, ganz ehrlich, das ist das Richtige für InScope. Der ist modebasiert und hat keinen Führerschein. Also, wahrscheinlich hat er ihn gerade, aber er wird ihn wahrscheinlich sehr bald wieder verlieren. Cat Poop Jewelry with Litterbox. It's a great gift for cat lover. Digga. Wer hängt sich denn einfach Sch*** an die Ohren? Hallo, du Timex hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, solange das nicht iced out ist und in der neuen Peso-Kollektion droppt, ziehe ich mir das nicht an. Ansonsten eigentlich freshes Fashion-Accessoire, definitiv. Ja. Ja, das war alles. Ja, also, Digga, also, nee, sorry, also, das ist, kennst du noch den Schneemann von Tabaluga, Arctos? Ja. Ist der das? Das sind seine Brüder. Ist das einfach eine Bürste für jemanden mit Latze? Das ist die Idee hinter dem Bild. Willst du mich verarschen? Ich habe Kontrast dreimal hochgemacht. Aber der Kopf war schon so? Nee, das war ich. Digga, dieses Stockfoto ist aber auch wieder komplett für den A. In welchem Universum braucht man so ein Bild als Stockfoto? Ah, Chia, die Obama-Edition. Das ist aber eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sau geiles Geschenk. Finde ich das wirklich geil. Vor allen Dingen, weil ich halt weiß, kennst du so Kresse und sowas? Die schimmelt ja immer so, ne? Und irgendwann, vielleicht kann man dir sogar so ein Schimmelbart wachsen lassen. Weißt du, was ich meine? Wenn es das wirklich gibt, ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir das kaufst. Mal das ernst. Bitte, bitte, mir hat noch niemand was. Oh. Ja.
Warum sind alle Köpfe so verzogen? Warum hat der eine nur Glas bekommen und der andere eine Xbox One? Das ist sau unfair. Mit Lasern kann man viel mehr anfangen als mit einer Xbox One. No joke, one of my dickhead relatives gave me a bag of used... Boah, Alter. Boah, Junge. Boah, Digga. Oh mein Gott. Einfach benutzte Seife in so einem Beutel. Das muss doch ein Joke gewesen sein, oder? Das kannst du doch nicht wirklich jemandem schenken. Also das ist doch, Digga, das ist so... Du bist mehr benutzt, Alter. Da sind ja überall Bakterien dran. Oder vielleicht nicht. Weil es ist ja Seife. In der Corona-Zeit ist das ein Fünferwert. Toilet Mug. I. Hast du das I da drauf geschrieben? Und hast du den da unten hingemacht? Ja. Finde ich persönlich gesagt... Ja, eigentlich, das Ding ist wirklich, weil, wenn ich den Kaffee leer getrunken habe, kann ich direkt in die Schüssel weil sobald ich einen Kaffee trinke, muss ich kacken. Das ist saupraktisch, Digga. Und dann lässt man das einfach stehen und hofft, dass es irgendwer anders trinkt. Let's go. Tobi, was ist das? Diamanten. Hast du das gefotoshoppt? Nein, du hast gesagt Sachen, die schlechte Weihnachtsgeschenke. Und warum sind Diamanten schlechtes Weihnachtsfalle? Hä? Das sind Diamantfalle. Das ist keine Diamantfalle. Da passiert ja, nichts. Nein, das passiert, das klappt so nicht in Minecraft. Hast du das selber gefotoshoppt? Nee. Gab's das so im Internet? Ja. Ich kauf dir das nicht. Lass uns kurz darüber reden. Imagine, du hast nur zwei Bälle und schießt die beide daneben, hast ein unglaublich großes Badezimmer und musst dann mit heruntergelassener Hose und Kacke durch dein Badezimmer diesem Ball hinterherlaufen. Rutscht dann wahrscheinlich aus. Chilliges Geschenk, 10 von 10 für den senilen Großvater. Shitbox, sold out. Das ist no joke. Das ist saugeil. Das ist ein wirklich geiles Geschenk. Hier einfach wenn man mal im Wald einen abseilen möchte oder wenn man mal sch**en will, Alter. Und die ist sogar ausverkauft, Digga. Da guckt der Kuckucksladen raus. Ich weiß zwar nicht warum, aber saugeiles Ding. Dude, Head. Ist das einfach Kacke? Ja, das ist einfach ein Helm mit Kacke. Das ist nicht mein Helm, das ist eine Mütze. Wer? Ja, nee, sehe ich nicht. Das habe ich tatsächlich mal zum Geburtstag bekommen und ich habe den Typen angeschaut und habe gesagt, Bro, ich habe das schon 200 Mal auf irgendeiner Party gesehen. Ich habe dich an der Stelle, möchte ich dich aus meinem Freundeskreis ausschließen. Das ist das unlustigste Geschenk aller Zeiten. Es ist einfach Trash. Es ist einfach straight up Trash. Hatte der... Hast du das? Warum ist da das Gesicht von Trimax drüber? Was? Das ist Obama. Nee, unten an seinem Glied ist das Gesicht von Trimax. Warum hat der... Ach, wegen Twitter wahrscheinlich, ne? Der hat nur vier Finger. Hat Donald Trump ja tatsächlich auch. An sich ganz nice. Gutes Replika. Auf jeden Fall Elefantenfüße. Würde ich definitiv mit zum Arzt. Nice Boobs 10 of 10. Und ein bisschen zu viele Haare. Aber ansonsten echt geiles Sextoy, muss ich sagen. Das ist ein Sextoy, oder? Es ist ein Sextoy. Schlafsack mit Beinen. Junge. Och Mann, Alter. Du kannst dich ja nicht mal damit verteidigen. Warum solltest du das brauchen? Alter, das ist wirklich Among Us. Ich kaufe mir das. Ja, meine Freunde, und damit sind wir wieder am glorreichen Ende. Gut, Leute, macht's gut. Bis frohe Weihnachten. Ciao.